Welcome to our session. Ja, ich begrüße Sie zu dieser Sitzung, die heißt Leading in Divided Times, Führen in Zeiten der Spaltung. Ich bin Daniel Shapiro vom Internationalen Verhandlungsprogramm und ich freue mich, hier unsere hohen Gäste begrüßen zu dürfen. Wir haben heute drei Vorhaben. Erstens werde ich während 5 Minuten den Rahmen setzen für diese Diskussion, um den Kontext zu geben. Dann werden wir zuerst von den Podiumsgesprächsteilnehmern ihren Standpunkt hören und dann zum dritten Fragen von Ihnen und auch Ihre Perspektiven, Ihre Teilnahme an der Debatte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um gerade auch Ihnen zuzuhören. Und ich denke, das gilt für uns alle. Ihre Rolle als Zuhörerinnen und Zuhörer hier ist extrem wichtig. Sie werden uns also zuerst zuhören. Ich bitte Sie, in sich hineinzuhören. Was sagt Ihnen das, was Sie hören? Was geschieht in Ihnen? Wie gehen Sie um mit Unterschieden, Differenzen, die Sie selber spüren? Auch das ist heute die Frage. Bevor wir anfangen, noch eins, was wichtig ist. Diese Session wird live im Internet übertragen, wird auch aufgenommen. Deshalb fangen wir jetzt an. Zunächst ein Überblick. Wir konzentrieren uns heute auf eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, nämlich wie können wir die wachsende Spaltung in der Welt überbrücken. Sagen Sie mir bitte erst einmal durch Hand aufhalten, wie viele von Ihnen haben das Gefühl, dass wir heute tiefgreifende Spaltungen, tiefgreifende Kluften haben, bei Ihnen zu Hause, in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Region, in Ihrem Land? Machen wir es andersrum. Wer hat das Gefühl, es gibt keine Kluft, keine Spaltung, keine Gräben? Gut, mit denen werde ich gerne später noch mal reden. Zweite Frage, Frage ebenfalls mit der Hand. Wie viele sind der Meinung, man könnte mehr tun, um diese Gräben zu überwinden, die sich auftun in der Welt? Was könnten wir tun? Könnte man mehr tun? Und darum geht es heute. Was führt zu diesen Gräben? Was kann man gegen sie tun? Was kann man mehr gegen sie tun? Es gibt viele Technologien, es gibt wirtschaftliche Bande, die uns vereinen und dennoch scheint die Welt mehr und mehr auseinanderzudriften, fragmentiert zu sein. Wir haben die Reichen gegen die Armen, die Nationalisten gegen die Globalisierer, ein großes Thema dieses Jahr in Davos, die Liberalen gegen die Konservativen, die, die glauben, gegen die, die nicht glauben und nie ging es um größere Probleme angesichts der nuklearen Bewaffnung, der Globalisierung und ihren Herausforderungen. Und ich denke, das Problem ist am Ende nicht, ob man auf der einen oder auf der anderen Seite steht. Das Problem ist der Graben an sich. Wie können wir uns besser verstehen? Wie können wir die Differenzen ausgleichen, wenn unsere Stammesinstinkte plötzlich zuschlagen und in uns wüten? Wie können wir diese Gräben überwinden? Und wir haben heute ein tolles Panel von Expertinnen und Experten hier, die uns dabei helfen sollen, diese Frage zu ergründen. Ich darf die Panelists vorstellen. Dr. Vitali Klitschko ist heute Bürgermeister der Hauptstadt Kiew in der Ukraine. Außerdem, ich gehe jetzt in der Reihenfolge meiner Notizen, zweitens Dr. Peter Maurer ist heute Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und ist ein langjähriger Diplomat mit viel Erfahrung in Friedensverhandlungen. Leider wird Dr. Maurer um etwa 13.25 Uhr gehen müssen, damit er noch den chinesischen Präsidenten treffen kann. Also Sie sind entschuldigt ab kurz vor 2:30. Humanitäre Organisationen haben viel zu tun und eine enge Tagesordnung. Neben ihm sitzt seine Exzellenz Herr Amr Moussa, der schon Generalsekretär der Arabischen Liga war, Außenminister Ägyptens und ein aktiver Mitverhandler für Frieden im Nahen Osten und darüber hinaus. Seine Exzellenz Herr Piergarlo Padoan, er ist Wirtschafts- und Finanzminister in Italien und ein bekannter Ökonom und Wirtschaftsberater seit vielen Jahren. Und schließlich und nicht zuletzt Michaela Rugwi-Sangoga. Sie ist eine Managing Partner von Huge 54 in Ruanda und sie ist beim WEF ein Global Shaper. Und sie macht unglaubliche Arbeit. Wir haben uns ja schon kurz unterhalten können. Also, gehen wir in medias res. Die erste ganz große Frage, um die es hier geht, für jeden Einzelnen von Ihnen. Können Sie uns helfen zu verstehen, welche Gräben Sie persönlich am meisten beschäftigen? Was nährt Ihrer Meinung nach diese Gräben, diese Differenzen? Zunächst bitte Michaela.
Ich danke Ihnen, Daniel. Guten Morgen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie für dieses Gespräch zu uns gekommen sind. Es ist eine Ehre für mich, hier in einem offenen Gespräch mit Ihnen zu kommunizieren. Wir würden natürlich auch gerne hören, was Sie dazu denken. Bevor wir beginnen, bevor wir in Medias Res kommen, muss Folgendes gesagt werden. Die Global Shapers haben hier eine Kampagne begonnen, die heißt The World We Shape, die Welt, wie wir sie gestalten. Das heißt, man sollte kurz einmal beschreiben, welche Welt, wie man die Welt gestalten will in den nächsten paar Jahren. Und ich persönlich kann sagen, dass die Welt, die wir gestalten, in uns ist, in jedem Einzelnen. Denn wir handeln mit Leidenschaft und mit Mut und mit Empathie. Wir wissen, welche Werte wir teilen, wir wissen, was wir tun müssen, wir kennen die Krisen. Aber handeln wir auch wirklich so, wie wir sollten? Tun wir das Richtige? Das sind die Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Ja, welche Spaltungen sehen Sie selber, zum Beispiel durch Ihre Arbeit in Ihrer Organisation? Ja, also eine der größten Kluften ist die Armut und die Konsequenzen der Armut. Ich kann ja nicht alle Probleme lösen, aber im afrikanischen Kontinent haben wir Folgendes. Chapter 54 ist eine Initiative, die wir vor 2 Jahren mit zwei Freundinnen aus Mali und Senegal lanciert haben. Wir versuchen, vorbildliche Praktiken in den westafrikanischen Ländern weiterzubringen. Umuganda Afrika heißt mein Programm. In Ruanda haben wir dieses Programm am letzten Samstag jedes Monats. Die Leute gehen am letzten Samstag jedes Monats auf die Straße und machen sauber und wollen auch dafür sorgen, dass Sicherheit herrscht. Und dann sprechen sie über tägliche Themen. Das hat wirklich dazu geholfen, das Gewebe unserer Gesellschaft wiederherzustellen. Vor allem nach den furchtbaren Ereignissen des Jahres 1994. Also wir konzentrieren uns darauf, die vorbildlichen Praktiken weiterzugeben. Es geht um Sauberkeit und Hygiene vor allem. Und wir exportieren dieses Programm nach Guinea-Bissau, nach Uganda, nach Mali und nach Benin. Für uns ist das ein einfaches Modell, das sich kopieren lässt in anderen Ländern. Es hat uns nicht nur dabei geholfen, Fortschritte zu machen, sondern wir haben einander auch besser kennengelernt. Denn wenn wir ein Gespräch beginnen, können wir durch diese Gespräche morgen eine friedvollere Welt und eine verständnisvollere Welt schaffen. Okay. Dr. Maurer, Ihre Welt ist ja riesengroß. Welche sind die größten Spaltungen? Thanks a lot as well. Ja, auch ich möchte erst einmal danken für die Einladung, dass Sie mich hier anhören mögen, obwohl meine Stimme so schlecht in Form ist, weil ich eine leichte Erkältung habe und früh weg muss. Also, wenn ich die Kontexte besuche, in denen wir arbeiten, sind das natürlich Gewalt und Brutalität, die wir sehen gegen die jeweilige Gesellschaft. Und ich sehe das natürlich als die ganz große Spaltung, die ganz großen Spalter Gewalt in der Gesellschaft. Amartya Sen sagt in seinem berühmten Buch über Identität und Gewalt etwas sehr Wichtiges über die Dynamik zwischen Identität und Gewalt. Das ist heute sehr wichtig. Ich komme gerade zurück aus dem Irak. Ich habe ein Dorf außerhalb von Mosul besucht. Und in diesem Dorf außerhalb von Mosul, am Rande von Mosul, haben wir Heimkehrer, die vertrieben worden waren, die in den letzten 2 Jahren Opfer von Gewalt geworden waren. Die Sunniten wurden von der einen Seite vertrieben, die Schiiten von den anderen. Sie alle sind jetzt Heimkehrer, sie kommen zurück und es ist sehr, sehr schwierig, wieder zusammenzuleben. Wenn einmal die Dynamik der Gewalt die Gesellschaften gespaltet haben, ist es sehr, sehr schwierig. Wenn ich gefragt werde nach den Motoren der Gewalt, den Triebkräften für Gewalt, dann zögere ich zwischen dem, was Sie eben gesagt haben, nämlich vor allem Armut, und einer zweiten Seite, die wir immer häufiger sehen als Antrieb für Gewalt, nämlich Ungerechtigkeit und Exklusion, dass Menschen ausgegrenzt werden. Ausgrenzung. Ich habe immer mehr das Gefühl, es ist nicht Armut, die zu Gewalt führt, sondern Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. Das führt zu Gewalt in den Gesellschaften. Und das ist vielleicht neu. Zumal in einigen Konflikten und Dynamiken
mit denen wir heute zu tun haben. Alle sprechen über diese massiven Auswirkungen von Krieg und Gewalt, die wir sie heute in der Welt erleben. Ich glaube, Inklusion, Exklusion, Ausgrenzung, das Mitnehmen in der Gesellschaft, das ist wichtig. Hier haben wir Antriebskräfte für Gewalt in den Gesellschaften. Und schließlich noch eins, Gewalt führt zu Gewalt. Wenn man einmal in der Spirale gefangen ist, dass Normen und Verhaltensweisen nicht mehr die Norm sind, wenn diese aufgebrochen werden, wenn Normen und Verhaltensweisen nicht mehr gelten, weggewischt werden und die grundlegenden Normen des humanitären Völkerrechts zum Beispiel nicht mehr gewahrt werden, dann sieht es ganz schlecht aus. Denn dann kommt man in diese Spirale der Gewalt, wo Gewalt Gewalt zeugt. Herr Moussa. Very much. Danke. Ich möchte meinen Vorrednern beipflichten. Ich möchte auch Ihnen danken und dem Forum danken. Und ich begrüße diese Gelegenheit, mit den Shapers der neuen Welt zu sprechen. Obwohl ich eigentlich Schwierigkeiten mit diesem Begriff habe. Denn diejenigen, die die Welt wirklich gestalten, sitzen nicht in diesem Raum. Und die sind auch nicht in dieser Altersgruppe. Und sie denken auch nicht so, wie wir, die meisten von uns hier, denken. Das war das Erste. Zweitens, es gibt verschiedenste Spaltungen und Klüfte. Es gibt Gläubige, Nichtgläubige, Liberale, Illiberale, Globalisten, Isolationisten und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach ist die wichtigste Kluft aber eben die Kluft zwischen Arm und Reich. Armut ist die wirkliche Plage, die wirkliche Geißel, die die Zukunft dieser Welt bestimmen wird. Die Zukunft von Kontinenten. Milliarden von Menschen sind davon betroffen. Das ist die wichtigste Kluft. Die zweite Kluft ist die Kluft zwischen den Generationen. Die Kluft zwischen denjenigen, die Hoffnung für die Zukunft haben, und denjenigen, die ihre Interessen haben, ihre Positionen haben und auf Kosten anderer diese Positionen ausbauen. Also diese Kluft zwischen den Generationen, die ist sehr wichtig. Die dritte Kluft, muss ich sagen, ist die Kluft zwischen denjenigen, die das Wissen haben, und denjenigen, die unwissend sind. Ignoranz, Unwissenheit, mangelnde Bildung in so vielen Ländern, auf so vielen Kontinenten, macht dieses Phänomen es so schwer für so viele Länder, überhaupt voranzukommen. Im Zusammenhang damit steht die vierte industrielle Revolution. Denn diese vierte industrielle Revolution baut notwendigerweise auf die Fortschritte in der Wissenschaft und die Fortschritte, die Länder und Gesellschaften erreichen können. Aber diese Kluft ist so tief, dass er dadurch ganz bestimmt die Welt der Zukunft, Zukunft der Welt beeinflussen wird. Aber es gibt noch eine vierte Kluft, nämlich die Kluft zwischen Osten und Westen. Manche von uns denken, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Das gehört der Vergangenheit an. Das müssen wir also nicht als nicht so wichtig erachten. Aber es gibt diese Kluft. Und diese Kluft zwischen Osten und Westen, es gibt eine andere Dimension des Ostens. Im 20. Jahrhundert war der Osten Moskau. Jetzt ist es Beijing. Das ist der Osten, der Orient. Und der Osten, der auch wirklich geografisch bestimmt ist und korrekterweise als Osten bezeichnet wird. Also diese Kluft zwischen Osten und Westen gibt es, und wir wissen nicht, wohin uns das noch bringt. Kommt ganz darauf an, was der neue amerikanische Präsident tun wird. Wie denkt er darüber? Gibt es hier bereits eine prädeterminierte Politik?
dass man auf eine andere Art und Weise die Prioritäten setzen muss. Ich glaube, dass Herr Trump das vorhat. Er ist nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie Obama gehandelt hat. Ein Teil dessen ist er auch bestimmend für Wettbewerbsfähigkeit und für Rivalität. Aber das kann zu Konfrontation führen. Diese Denkensweise und diese Erwartungen der Politik des neuen amerikanischen Präsidenten wird die Welt gestalten. Das ist also auch ein Faktor in der Gestaltung der neuen Welt, in der Gestaltung der zukünftigen Welt. Good afternoon, everybody. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite und Dank an die Organisatoren, die dieses Podium hier veranstalten. Es freut mich und ehrt mich, hier dabei zu sein und das Thema ist ausgesprochen wichtig. Ich möchte ein paar Gedanken kundtun, die ich derzeit als europäischer Wirtschaftspolitiker hege. Und ich denke, ein erstes möchte ich sagen zur Frage, wo kommt diese Spaltung her? Woher rühren diese Gräben? Zunächst möchte ich festhalten, dass dieses Thema unwichtig gewesen wäre, irrelevant vor noch 10 Jahren. Vor 10 Jahren hätte man über Spaltungen und Gräben unter den Mitgliedern der EU oder innerhalb der Vereinigten Staaten noch nicht mal angesprochen. Das wäre sehr theoretisch gewesen. Jetzt ist es eine politische Priorität. Die Dinge haben sich also gewandelt und vielleicht nicht in die richtige Richtung. Wo kommt Spaltung her? Das ist leicht zu sagen. Sie kommt daher, dass Bürgerinnen und Bürger nicht zufrieden sind mit ihren Aussichten, mit ihrem derzeitigen Leben, mit dem, was sie von der Zukunft erwarten und erhoffen im Hinblick auf Beschäftigung, Arbeit für sie und ihre Kinder, sozialen Schutz, Sicherheit, Wohlfahrtsstaat, all das sind heute offene Fragen. Das heißt, diese Gräben, die sich in politische Reaktionen übersetzen, kommen daher. Ich werde genau darauf kommen. Sie rühren von Fakten, von Tatsachen her. Das heißt, wenn wir führen müssen in diesen Zeiten der Spaltung, das ist ja das Thema dieses Podiumsgesprächs, dann müssen all jene, die politische Verantwortung haben, einen großen Fehler begehen, wenn sie übersehen und ignorieren, dass es diese Spaltung wegen ganz objektiver Gründe gibt, weil nämlich die Zukunftsaussichten sich objektiv verschlechtert haben. Das zum Ersten. Zum Zweiten. Wie entsteht diese Spaltung? Wie führt das zu diesen Gräben? Eine fast automatische Auswirkung ist das, was Dr. Musser sagte. Es führt dazu, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich besonders hervortritt, wenn man reich ist. Hat man vielleicht ähnliche Drohungen zu bewältigen wie die Armen, aber man hat mehr Mittel, um zurechtzukommen. Man hat private Finanzmittel, wenn man zum Beispiel seine Arbeit verliert. Wenn man arm wird und seine Arbeit verliert und es keinen sozialen Schutz mehr gibt, um einen aufzufangen, dann hat man echte Probleme. Es gibt also eine Frage der Verteilung, die hier mitspielt und die heutigen Daten belegen das ganz klar. Wir haben eine enorme Konzentration an Vermögen und Reichtum und sehr, sehr viele Arme, auch in der mittleren Mittelklasse heute, sind nicht mehr in der Lage, heutige und zukünftige Bedrohungen ihrer Finanzmittel zu bewältigen. Wir haben also eine objektive Spaltung, eine materielle Spaltung und das muss die Politik berücksichtigen. Das ist Fakt. Eine Tatsache, die vor 10 Jahren noch nicht so krass war. Die dritte Spaltung aber ist noch besorgniserregender. Und hier geht es um die politische Reaktion. In vielen Fällen in Europa, aber auch in den USA, stellt man fest, dass es Wahlergebnisse, Umfrageergebnisse, Referendumsergebnisse gibt zu Themen, die weit entfernt scheinen von ihrem eigenen Verhalten, ihren eigenen Interessen. Aber diese Spaltung wiedergeben, oft auch zu etwas führen, was man als populistische Reaktion dann bezeichnet. Was meine ich mit populistischer Reaktion? Diese politische Spaltung würde ich wie folgt beschreiben. Wir haben einerseits einen Versuch, der Politik Politik zu machen. Politik zu machen. Ich sage das in aller Demut, das ist wirklich schwierig. Man hat mit ganz vielen Variablen zu tun. Ich bin von meinem Studium her ein Ökonom und als ich Minister wurde, sagte ich, ja, ein bisschen Ökonomie kann nicht schaden. Schadet auch nicht, aber das ist wirklich, Ökonomie ist nur ein kleiner Teil des Jobs. Man muss das Recht kennen, die Gesetze, man muss die Verwaltung kennen, man muss die Politik kennen, bevor man dann
das definieren kann, was man meint, sei die richtige, das richtige politische Handeln. Also da spielen viele Variablen mit hinein. Dadurch, das heißt, man erarbeitet einen politischen Vorschlag, ein politisches Projekt, das kompliziert ist, nicht nur im Hinblick auf die Umsetzung, sondern auch im Hinblick auf die Auswirkungen, die diese einmal umgesetzte Politik haben wird auf das Leben und das Verhalten der Menschen. Das heißt, die Menschen müssen diese Politik verbinden können, damit wie es ihnen geht in ihrem Leben. Und oft kommt man zum Schluss, dass die Politik bestenfalls nichts macht. Also man hat Steuern gesenkt, man hat Maßnahmen getroffen, das hat mir aber nichts gebracht. Ihre Politik bringt mir nichts. Und hier greift dann diese Spaltung. Ich sage ja nicht Ja zu Ihrer Politik. Ich sage nicht Ja, ich sage einfach Nein. Aber Nein wozu? Einfach Nein, Punkt. Und das ist ein Problem. Ich verachte nicht die Menschen, die Nein sagen. Sie haben das Recht, Nein zu sagen. Und sie haben auch gute Gründe dafür. Das Problem ist ein objektives Problem. Wenn ein wachsender Teil der Bevölkerung Nein sagt, dann haben wir Probleme. Denn was wir brauchen, sind Lösungen. Vielleicht andere Lösungen als in der Vergangenheit. Okay, das ist normal in der Demokratie. Aber wenn die Antwort einfach nur Nein ist, dann haben wir Probleme. Und da sind wir jetzt ein wenig. Das ist meiner Meinung nach eine populistische Einstellung. Und wenn die sich breit macht, kann man demokratische Gesellschaften nicht mehr regieren. Ich sage das jetzt einmal ein bisschen zugespitzt. Das besorgt mich. Also die Tatsache, dass politische Führung immer weniger effektiv ist, immer weniger wirklich Antworten findet für tatsächliche Probleme. Nicht mit irgendwelchen imaginären Problemen, sondern mit tatsächlichen, faktischen Problemen. Sie kann das nicht mehr. Das heißt, die Antwort wäre, dass man versucht, effizientere Politik zu machen. Das ja, aber das reicht nicht. Was wir heute brauchen, ist nicht nur gute Politik, sondern auch eine Vision. Wie wollen wir die Gesellschaft in 10, 20 Jahren haben? Wo wollen wir sie haben? Das heißt, Politiker müssen den Mut haben, erstens effektive Politiken aufzugleisen, die manchmal auch wehtun, zumindest kurzfristig. Aber sie müssen auch ihre Vision dartun. Ohne Vision überzeugt man diese Neinsager nicht mehr, die mit gutem Recht auch Nein sagen. Let's get the perspective of another. Nun, die Ansichten eines anderen Politikers, eines Bürgermeisters. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, darüber hier sein zu können. Ja, sicher ist das ein Thema, das ein philosophisches Thema ist. Man könnte stundenlang darüber sprechen. Aber wirksame Regierung, das war immer eine große Herausforderung. Es gibt verschiedene Probleme zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich bin verantwortlich für eine der größten Städte Osteuropas. Kiew hat 4 Millionen Einwohner. Die Ukraine hat auch sehr viele Probleme, die denjenigen der Rest der Welt, das heißt der Welt, ist so durchaus ähneln. Vor ein paar Minuten haben wir ein Video gesehen auf dem Bildschirm. Also die Welt ist ganz bestimmt ein komplizierter Platz. Es gibt Millionen Flüchtlinge, Tausende von Menschen, die umkommen in den verschiedenen Ländern der Welt. Es gibt so viele Konflikte. Und ja, das Leben wird schwierig sein. Und sehr viel hängt von den Politikern ab. Und viel hängt von uns allen ab. Sehr wichtig ist es aber eben, welche Vision wir haben. Ich freue mich darüber, hier in diesem Raum so viele junge Leute zu sehen. Das ist sehr wichtig. Das Leben bedeutet kämpfen. Man muss kämpfen. Für seine Werte muss man kämpfen, für die Regionen. Man muss um seine Ziele kämpfen und um sein Leben. Es ist sehr wichtig, welche Vision man hier hat. Und es ist auch sehr wichtig, welche Werte man hochhält. Wichtig ist es auch, die Entwicklung einer Stadt, einer Region, eines Landes, einer Region im Auge zu behalten. Wir alle haben über die Zukunft gesprochen. Die Zukunft der Welt, die Zukunft unserer Länder.
wir hoffen, dass es gelingen wird, die Zukunft besser zu gestalten, sodass sie für alle besser wird. Und dafür müssen wir kämpfen. Darüber diskutieren wir. Deshalb sprechen wir über eine bessere Zukunft. Ich komme aus der Ukraine. Die Ukraine ist fast zweimal so groß wie Frankreich. Eines der größten Länder in Europa. Wir haben genau die gleichen Probleme, die uns in der Zukunft noch bevorstehen. Die Vision der Menschen, der meisten Leute. Es ist Demokratie, Frieden, Freiheit, wirtschaftlicher und politischer Erfolg und natürlich guter Lebensstandard. Einen guten Lebensstandard für jeden wünscht man sich. Sprechen wir mal über diese Punkte. Ich bin absolut sicher, dass es ein interessantes Gespräch wird, aber die wichtigsten Punkte die ich vor verschiedenen Publikum bereits ernannt habe, das ist ja bereits erwähnt habe. Eines ist sicher, es wird nichts passieren, wenn man nicht versucht, die Welt zu ändern. Es ist, wie gesagt, gut, dass so viele junge Leute hier sitzen, denn von diesen jungen Menschen hängt ja die Zukunft unserer Länder ab. Es kommt auf ihre Visionen an, auf ihre Werte. Und es ist nicht nur die Zukunft ihrer Länder, die davon abhängen, sondern die Zukunft der Welt. Greifen wir das doch auf. Wir haben jetzt verschiedene theoretische Gründe für diese Spaltung gehört, weshalb die Menschen weltweit Frustration empfinden. Was machen wir dagegen? Herr Dr. Maurer, Sie müssen nachher gehen. Fragen wir Sie zuerst. Können Sie vielleicht eine Geschichte erzählen dazu, wie Sie einen Graben, eine Spaltung, eine Kluft vor Ort erlebt haben und wie Sie damit umgegangen sind. Ganz praktisch. Und wie Sie anderen dabei beistehen, damit umzugehen. Als ich Minister Padoan zugehört habe, habe ich gedacht, dass wir wirklich das gleiche Problem haben. Ob man jetzt an der Front des Krieges handelt oder in der europäischen Politik und dort mit Neinsagern zu tun hat. Unter dem Strich geht es immer um den Aufbau von Vertrauen. Der Aufbau von Vertrauen in einer Gesellschaft heißt verhandeln. Verhandeln heißt, gemeinsame Lösungen zu finden, zu denen beide Seiten in einem Prozess finden, die beiden genehm sind, beiden passen, wobei keine der beiden Seiten etwas aufgibt, aber vielleicht einige fundamentale Differenzen, die man eigentlich hat, hintanstellt. Das ist die Mechanik dessen, was wir normalerweise tun in unserer Arbeit vor Ort. Wenn wir zum Beispiel 40.000 Menschen aus Ost-Aleppo evakuieren, sind das drei bis vier Wochen lange mühselige Verhandlungen, in denen wir versuchen, die Kriegführenden an einen Tisch zu bringen. Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass man wegen des Prinzips der Menschlichkeit diese 40.000 Zivilisten aus Aleppo herausführen muss. Dann verhandelt man über die Einzelheiten, über das Praktische. Wen genau, wann genau, wie ist der genaue zeitliche Ablauf? Das wird praktisch aufgeschlüsselt und man klammert die ideologischen Fragen quasi aus, beziehungsweise bricht die herunter auf ganz praktische Schritte, die allen genehm sind und passen. Das versuchen wir überall dort zu tun, wo wir aktiv sind. Es ist nicht immer so dramatisch wie die Evakuierung von 40.000 Menschen aus Ost-Aleppo. Manchmal geht es um Einfacheres, zum Beispiel 10 Lkw-Hilfsmittel in eine belagerte Region zu fahren. Also welches genau die Modalitäten sind, die allen Seiten akzeptabel sind, das ist die Frage. Und gleichzeitig wollen wir den Menschen helfen, müssen gleichzeitig andere Interessen berücksichtigen, nämlich Sicherheitsinteressen zum Beispiel der Beteiligten. Ich denke, das ist das Wesen des Vertrauensaufbaus von unten auf, auch von unten auf, von der Basis her in der Gesellschaft. Wie gesagt, ich muss gleich weg und deshalb vielleicht noch ein
kurzer Blick darauf, was Sie in Ihren eigenen Umfeldern tun können, denn Dan wird ja diese Frage stellen. Ich denke, was Sie tun können in Ihrem Umfeld ist genau das. Ihre fundamentalen Glaubensüberzeugungen zurückzustellen gegenüber praktischen Lösungen für vorhandene Probleme. Also Praxis vor Ideologie quasi. Also jetzt möchte ich das ganze Panel noch zu Wort kommen lassen. Herr Maurer, ich wollte nur ganz einfach sicherstellen, dass Sie etwas sagen konnten, bevor Sie weg mussten. Und herzlichen Gruß an den chinesischen Präsidenten. Gut, also die vier verbleibenden Panel-Teilnehmer, denen möchte ich jetzt die Frage stellen, was können Sie sich vorstellen, dass strategisch und praktisch getan werden kann, um die Kluften zu überbrücken in der Gesellschaft, die verschiedenen Lücken, die wir bereits identifiziert haben. Bitte, Sie alle können sich dazu äußern. Danke, Daniel. Das ist eine sehr breit angelegte Frage. Ich möchte das in drei Komponenten zerlegen. Auf Gemeinschafts- und nationaler Ebene, regionaler und dann auf Weltebene. Ich komme aus Ruanda. Wir haben eine sehr komplizierte Vergangenheit gehabt. Und nach den Ereignissen von 1994 mussten unsere Politiker uns zunächst einmal wieder einen. Sie mussten einen Sinn, ein das Gefühl der Identität neu schaffen. Man musste sich als Bürger von Ruanda führen. Das ist mit einiger Entschiedenheit gestanden, aber das ist gelungen. Ich bin nicht in Ruanda geboren, meine Eltern waren Flüchtlinge, aber ich habe jetzt ein Land, ich habe einen Pass, ich habe einen Pass von Ruanda und ich glaube, das ist etwas, was absolut wertvoll ist. Und die Führungsspitze in meinem Land haben auch sehr viel getan, um die Armutslücke zu schließen, um es den jungen Leuten zu gestatten, in die Schule zu gehen. Wir haben ein 12-jähriges Pflichtschulprogramm, dann ein Programm, sodass jedes Kind einen Computer haben kann. Wenn wir also in einem Raum wie diesem sitzen und wenn sie in unser Land kommen, dann können wir miteinander reden. Wir können etwas aufbauen. Auf kontinentaler Ebene in Afrika muss noch sehr viel getan werden. Wir kennen einander nicht so gut. Das heißt, wir kennen uns als Afrikaner, aber aufgrund unserer Geschichte schauen wir manchmal eher in den Westen als nach innen, nach Afrika. Aber die jungen Leute sind sich dieser Tatsache heute immer mehr bewusst. Es gibt Verschiedenes, was getan wird, um uns mehr zu einen. Eines davon ist eine Kampagne der Global Shapers in Afrika. Das heißt, das ist die Kampagne für Visafreiheit in Afrika, um größere Freizügigkeit zu gestatten. Wenn ich zum Beispiel nach Lagos reisen will, ist das für mich schwieriger als für einen Amerikaner oder einen Franzosen. Das ist sinnlos. Wichtig ist, dass die Jugend jeden Tag darüber spricht. Und zwar bis wir das Ganze verwirklicht haben. Wir haben ja ein Modell. Das Vorbild wäre das Schengen-Vorbild zum Beispiel. Da hat man in Europa sehr viel erreicht mit dem Schengen-Raum. Eine ähnliche Struktur wünschen wir uns für unseren Kontinent. Das würde ich sagen, also auf Gemeinde, nationaler, kontinentaler und Weltebene. Auf globaler Ebene müssen wir mehr über unsere Werte sprechen, an die wir glauben. Wie agieren wir? Wie interagieren wir miteinander? Joe Biden hat heute Morgen ja eben diesen Punkt wiederum in seiner Ansprache hervorgehoben. Wenn wir uns Gedanken machen darüber und wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir uns etwas Zeit dazu nehmen. Überlegen wir uns einmal, wie interagieren wir mit unseren Nachbarn? Achten Sie Menschen, die vielleicht anders aussehen als Sie, aber die Ihnen durchaus gleichgestellt sind, die ebenbürtig sind? Ein anderer Blick darauf? Amr Musa. Nun, an diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Ihre ideale Vision steht im Kontrast zu dem Leben, in dem wir de facto stehen. Natürlich brauchen wir eine Vision und die Vereinten Nationen
haben die Agenda 2030 aufgestellt als Vision für die Zukunft. Vielleicht werden wir einmal eine Agenda 2050 auch benötigen. So muss man eine Vision voranbringen. Durchaus. Aber es gibt Probleme, mit denen wir hier und heute leben und zu kämpfen haben. Einige wurden schon erwähnt, Armut unter anderem. Aber aufgrund der wissenschaftlichen und Wissensrevolution wird die jetzige Generation mit einem echten Neuling zu tun haben, nämlich dem Roboter, der wir auf dem Feld, in den Fabriken, vielleicht auch in Krankenhäusern und anderswo Arbeitsplätze gefährden wird. Was geschieht mit diesen Arbeitsplätzen? Die Frage ist, sollten wir wissenschaftlichen Fortschritt als Feind sehen, als den Gegner der Hoffnungen und Rechte dieser Generation? Das ist eine Frage, die muss man stellen. Eine andere Frage ist die nach dem Vertrauen. Es wurde schon angesprochen von Herrn Maurer, der leider gehen musste. Wir müssen Vertrauen fördern, befördern innerhalb der Gesellschaft und unter unterschiedlichen Gesellschaften. Und ich denke, dass viele von uns und Ihnen das Gefühl haben, dass die Frage des Vertrauens oder das Vertrauen in internationalen Beziehungen derzeit zerfällt. Wir wissen nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Das heißt, die Frage des Vertrauens im internationalen Kontext hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges mit den Hoffnungen, die dann entstanden auf ein neues Zeitalter der großen Hoffnungen, dies hat dazu geführt, dass wir neue Gegner, neue Feinde uns gesucht haben. Bücher und Essays haben die neuen Feinde theorisiert und postuliert nach dem Ende des Kalten Krieges, darunter Religionen, Islam etc. Damit muss man ernsthaft sich befassen. Zum Wort Vertrauen. Zwischen Ländern. Manchmal heißt das Zustimmung. Wir sollten unterscheiden, differenzieren zwischen Zustimmung und Vertrauen unter Regierung. Denn wenn jemandem vertraut, kann man nicht sagen, tun Sie einfach, was Sie wollen. Nein, wir müssen auch das Element der Skepsis, des Zweifels betonen. Nämlich, was meinen Sie damit? Was wollen Sie mit dieser Politik, diesen Verfahren? Diese Fragen muss man stellen. Und ich glaube, die junge Generation muss das mit berücksichtigen und diese Fragen auch stellen. Danke. Dr. Padoan. Herr Dr. Padoan, Sie haben logische Herausforderungen, die objektiven Herausforderungen und Kluften erwähnt. Aber um diese Kluften zu überbrücken, was muss da passieren? Ja, da spreche ich wiederum aus meiner gegenwärtigen Sichtweise und möchte uns daran erinnern, dass die politische Gemeinschaft versucht zu reagieren. Es ist nicht so, als ob sie ganz einfach nichts tun würden. Man versucht, indem man das politische Paradigma zu ändern. Das ist auch offensichtlich bei G20, bei G7 und es ist auch klar, es geht aus klar aus dem hervor, was die europäischen Länder tun, jeder für sich. Das politische Paradigma hat sich jetzt verändert. Man spricht jetzt über inklusives Wachstum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nicht nur Wachstum ist, dass man sich stabil ausgewogen, fiskalisch nachhaltig sein sollte. Es sollte etwas sein, was gut für die Bevölkerung ist, ganz besonders für diejenigen, die frustriert sind, zwar aus gutem Grund. Wenn man einmal ein neues Konzept einführt, dann bestimmt das Spiel überhaupt, denn das muss umgesetzt werden in spezifische Maßnahmen. Spezifische Maßnahmen sind eben spezifisch für bestimmte Länder und für manche Regionen. Aber ich würde sagen, dass sie auf vier Grundpfeilern und auf vier Zutaten, vier Komponenten beruhen. Einmal sind es Arbeitsplätze. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass die beste Möglichkeit, die Menschen teilhaben zu lassen an der Gesellschaft, ist es, ihnen menschenwürdige Arbeitsplätze anzubieten.
Arbeitsplätze zu schaffen, das ist schwieriger, als man sich das normalerweise vorstellt. Obwohl das bestimmt die größte Herausforderung für Politiker heute ist. Zweitens, in Verbindung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Bildung. Wenn man menschenwürdige Arbeitsplätze will, dann muss man verstehen, welche Arbeitsplätze man braucht und dann muss man vorausplanen. Das ist schwierig und teuer. Das heißt, Regierungen und Länder müssen Wahlen treffen. Es ist auch schwer, sich zu überlegen, welche Arbeitsplätze in 10 oder 20 Jahren verlangt werden und welche Ausbildungen dafür notwendig sind. Das ist eine der größten Herausforderungen. Und das bedeutet, dass wirklich alle Stakeholder mitarbeiten müssen daran. Wer wird welche Kenntnisse verlangen von den Arbeitskräften in 20 Jahren? Die dritte Komponente, die auch im Zusammenhang steht mit der ersten und zweiten, die Amri Musa ebenfalls bereits gesagt hat, ist Technologie und Innovation. Es gibt Anzeichen dafür, dass Technologie und Arbeitsplätze zerstört. Deshalb sollten wir davor zurückschauen. Aber ich halte das für falsch. Es gab verschiedene industrielle Revolutionen und dieses Phänomen gab es schon damals. Wenn eine neue Technologie eingeführt wird, ganz besonders wenn das eine Technologie, die allgemein anwendbar ist, dann haben wir unter Umständen weniger Arbeitsplätze, weil Arbeitsplätze dadurch überfällig werden. Aber es werden ja sehr viel mehr Arbeitsplätze wieder durchgestoffen. Also das ist technologische Erneuerung, die muss ganz bestimmt aufrechterhalten werden. Dann vierte Komponente, Umverteilung. Die Märkte sind normalerweise so geartet, dass diese Verteilung des Wohlstands nicht funktioniert. Deshalb kommt der Regierung hier eine Rolle zu. Man muss die Konsequenzen der Innovation auffangen, ausgleichen bzw. neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist das neue Paradigma. Dann kommt es noch darauf an, ob das Ganze richtig umgesetzt wird. Aber das sollten Sie Ihre Finanzminister fragen. Herr Klitschko, Sie als Praktiker. Wie viel Zeit haben wir denn? Also ich meine, es gibt so viele Punkte, über die man sprechen muss. Wie viel Zeit habe ich? Versuchen Sie es auf die Kernpunkte einzudampfen. Also vielleicht eine andere Perspektive von meiner Seite, das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Erfolg. Was ist das? Wir sprechen über Erfolg, weil wir alle natürlich erfolgshungrig sind. Wir wollen Erfolg für Menschen, für Städte, für Länder, für Regionen. Alle wollen erfolgreich sein. Es ist sehr wichtig, einen Traum zu haben. Es ist sehr wichtig, eine Vision zu haben. Ein paar Minuten vielleicht für die folgende Geschichte, die hoffentlich ein gutes Beispiel ist. Und vielleicht auch eine Teilantwort gibt auf Ihre Frage. Ich bin in der Sowjetunion geboren, in der UdSSR aufgewachsen. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Berufsboxen war in der UdSSR verboten. Aber wir hatten natürlich von Mohammed Ali gehört, aber keiner konnte seine Kämpfe sehen. Viele Kinder wuchsen so auf, hörten diesen magischen Namen, hatten aber keine Chance, seine Boxkämpfe zu sehen. Noch nicht einmal den legendären 1986. Also damals konnten wir tatsächlich eine Übertragung aus den USA sehen und dann aber professionelles Boxen sehen. Einen sehr talentierten Typ, der um den Weltmeistertitel kämpfte und seinen Gegner K.O. schlug. Der erste, jüngste Weltmeister Mike Tyson. Wir waren alle enorm beeindruckt. Und ich war auch einer dieser Jungs, die sagten, eines Tages bin ich Weltmeister und schlage Tyson K.O. Und das war ich auch tatsächlich. Ich war aber damals ein kleiner, dünner Kerl und dann sahen sie diese Killermaschine. Tyson, was, du willst Mike Tyson auch nur einen Schlag versetzen? Nie im Leben. Alle lachten mich aus, neckten mich.
Gut, die Zeit läuft dann sehr schnell. Es ist sehr wichtig, einen Traum zu haben, eine Vision, ein Ziel und dafür zu kämpfen. Also diese Vision zu hegen und zu pflegen. 15 Jahre hat es gedauert. 15. Ich habe alle Freunde eingeladen, wir haben uns alle versammelt. Und ich habe ihm den Titel zurückgenommen. Habe die Trophäe vor meinen Freunden auf den Tisch gestellt und gesagt, habt ihr gesehen, wie es gelaufen ist? Es hat funktioniert. Es ist sehr wichtig, eine Herausforderung zu haben im Leben. Nie aufzugeben und zu kämpfen für seine Vision, seinen Traum. Okay? 1991. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Sie ist zerfallen in verschiedenste Länder. Jeder hat seinen Traum vom Erfolg. Erfolg für das Land. Wir wollten Demokratie aufbauen. 25 Jahre später, heute, ist nichts derartiges geschehen. Ich habe einen Traum. Den Traum, in einem modernen europäischen Land zu leben. Aber das ist schwer. Wenn man es gut machen will, muss man es selber machen. Dreimal habe ich mich zur Wahl gestellt, zur Bürgermeisterwahl in Kiew. Beim dritten Mal wurde ich gewählt. Es ist schwierig, in diesem korrupten Land zu herrschen. Die Wirtschaft funktioniert, die Korruption ist überall. Wir haben Krieg im Osten des Landes. Tausende, Hunderttausende von Flüchtlingen werden vertrieben. Tausende sind umgekommen. Die Situation im Land ist auch wirtschaftlich sehr schwierig, nicht nur politisch. Es ist wichtig, einen Traum zu haben. Einen Traum für etwas Neues, für den Wandel. Es ist wichtig, eine Vision zu haben. 3 Jahre später kann ich sagen, dass wir in Kiew fast keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Wir haben einen 50% besseren Haushalt. Wir haben eine sehr gute Entwicklungsdynamik. Und die Menschen freuen sich über Erfolge. Das bedeutet auch Erfolg für das Land. Es ist sehr wichtig, Erfolg zu realisieren. Es ist wichtig, erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, zu kämpfen und nicht einfach abzuwarten. Das Land zu ändern, die Region zu verändern. Ich komme aus der Ukraine, einem der größten Länder Europas. Und natürlich einem der unstabilsten Länder. Von uns hängt die Stabilität in der ganzen Region ab. Der Kampf geht weiter. Er ist nicht einfach. Vieles ändert sich. Wenn man einen Traum hat, muss man manchmal im Leben lange warten, bis man den Traum verwirklicht. Das dauert Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Aber es ist wichtig, dass man nie aufgibt und immer weiterkämpft. Für seinen Traum braucht es Erfolg. Man muss sich vertrauen, seinem Traum vertrauen, seiner Vision vertrauen. Es ist wichtig, dass die Menschen um sie herum die gleichen Werte, die gleiche Vision teilen. Und dann wird man Erfolg haben. Wir haben riesig viele Probleme in der modernen Welt. Und es ist schwer, die Probleme zu beheben. Aber der Erfolg der Menschen kann die Welt verändern, kann die Länder verändern und das Leben der Menschen verändern. Und deshalb habe ich ja auch gefragt, wie viel Zeit ich habe vorhin. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen lang ist. Ich denke, ich habe damit Ihre Frage ein bisschen aus einer anderen Perspektive angegangen. Ich glaube, das ist auch ein Teil einer Antwort auf die Frage dieser Diskussion. We have just about two more. Also wir haben noch ganz kurz Zeit, 2 oder 3 Minuten, bevor wir Sie zu Wort kommen lassen wollen. Wir haben Ähnlichkeiten und Unterschiede gehört unter den Panel-Teilnehmern. Können Sie etwas dazu sagen, was die anderen Panel-Teilnehmer gesagt haben, bevor wir das Publikum zu Wort kommen lassen? Amri Musa.
Ja, also mir hat sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben über einen Traum und den Erfolg. Ich kann mich daran erinnern, als ich etwa 24 Jahre alt war, war ich ein junger ägyptischer Diplomat. Ich habe geträumt und ich habe gesagt, ganz laut, ich möchte ägyptischer Außenminister werden. 26 oder 27 Jahre später wurde ich Außenminister. Also ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich kann mich lebhaft an den Moment erinnern, als ich auf dem Sessel des Außenministers saß. Also daran habe ich mich erinnert. Ich habe mich an meinen Traum erinnert. Und das ist nun die Verwirklichung des Traums gewesen. Damals habe ich davon geträumt, ein erfolgreicher Außenminister zu sein. Ich war 10 Jahre lang Außenminister und ich glaube, dass ich sehr viel dessen, was ich erreichen wollte, auch wirklich erreicht habe. Aber ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie weiter geboxt, als Sie Politiker geworden sind? Nein, nein, nein. Also ich habe außerhalb des Boxrings nie geboxt. Aber wissen Sie, was gut funktioniert hat? Wir haben fast 10-mal mehr Investitionen in unser Land bekommen, weil ich auf die Bühne gekommen bin, eines großen Investitionsforums. Und ich habe gesagt, ich bin bereit, als Leibwächter für Investoren selber zu fungieren. Und das haben sie mir geglaubt. Und wir gesagt, also, wenn wir einen solchen Leibwächter haben für unsere Investitionen, für unsere Investoren, dann können wir ruhig in die Ukraine investieren. Nun, ich möchte jetzt auf den berühmten Ausruf von Martin Luther King erinnern. I have a dream, hat er damals gesagt. Ich habe einen Traum. Er hatte den Traum, dass die schwarzen Amerikaner den Weißen gleichgestellt würden. Und es ist ihm gelungen. Allerdings hat er nicht lange genug gelebt, um das noch zu sehen. Aber das ist der berühmteste Ausruf in der Welt, in der jüngeren Geschichte. Und es ist genau das, was Sie auch gesagt haben. Ich habe einen Traum. Ja, man soll träumen. Und man soll Träume verwirklichen. Das ist so oft passiert. Warum sollte es Ihnen nicht passieren? Da könnte ich vielleicht einige Dinge zusammenfassen hier. Einige der Gedanken, die sich da herauskristallisiert haben. Verschaffen Sie sich eine Vision. Träumen Sie. Und dann gibt es natürlich einen Mechanismus, wie man dorthin gelangt, wie das der Minister eben gesagt hat. Und kämpfen Sie. Kämpfen, das bedeutet nicht unbedingt aggressives Kämpfen, negativ gesehen, sondern es geht darum, dass man dafür kämpft, woran man glaubt. Und wie Sie es auch gesagt haben, Sie können etwas bewirken. Und es ist möglich, das soziale Gewebe Ihres Umfelds zu ändern. Nun, das Allerinteressanteste ist aber für uns, von Ihnen etwas zu hören. Wir sind interessiert an Fragen, an Bemerkungen und an Kritik dessen, was Sie gehört haben. Ich möchte Sie nur darum bitten, sich kurz zu fassen, dass wir mehrere von Ihnen zu Wort kommen lassen. Wenn ich Ihnen das Wort abschneiden muss, dann tue ich das nur, weil ich mehr von Ihnen zu Wort kommen lassen will. Wir haben Mikrofone, die Ihnen zugetragen werden. Hi, my name is. Hallo, mein Name ist Thomas Julian. Ich arbeite für Motivate to Be. Sie haben von Visionen gesprochen, von Führerschaft, von Leadership. Doch die Visionen, die Sie nennen, sind Visionen der Vergangenheit. Martin Luther King beispielsweise. Doch projizieren wir uns einmal in das Jahr 2037, in 20 Jahren. Wird es das Thema beim Open Forum hier in 20 Jahren sein? Im Jahr 2037, wofür können Sie sich heute verpflichten, was Sie tun werden, wenn Sie nach Hause kommen, um an dieser Vision zu arbeiten, in einer Sprache, die die Menschen auch verstehen, damit wir nicht mehr nur Neinsager und Populismus haben? Vision. Sie haben implizit von Visionen gesprochen. Wir möchten das jetzt einmal explizit und praktisch haben. Was ist Ihre Vision für 2037, sagte der Fragesteller. Ja, eine richtig gute Frage.
Sie haben gesagt, Visionen der Vergangenheit. Nun ja, ich denke, was Martin Luther King sagt, ist bis heute sehr, sehr wohl gültig. Ich denke, für Ruanda, für Afrika generell, können wir sagen, dass unsere Visionen sehr zeitgenössisch sind. Vielleicht, weil wir an einem anderen Zeitpunkt der Entwicklung sind. Wir haben eine Vision 2020. Sie hat das Land bisher getragen. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, wissen wir, dass wir mit Regierung, Paul Kagame und der ganzen Führerschaft des Landes weiterbauen an diesem Ziel 2020, an dieser Vision. Wir wissen genau, was es ist und wie wir dazu beitragen sollten. Und wenn es in einer Gesellschaft an Vision und an Führung fehlt, dann ist es vielleicht der richtige Moment, sich selber zu fragen, welches die Vision sein könnte für die EU angesichts des Brexit, der USA angesichts einer neuen politischen Führung, die in zwei Tagen an die Macht kommt. Das wäre mein Beitrag. Und was würde Sie persönlich am meisten antworten? Was wäre Ihre persönliche Vision für 2037 ganz praktisch? 2037, das ist noch ein bisschen weit weg, aber es wurde schon gesagt, die Zeit läuft ja schnell. Ich hoffe, dass wenn wir in 20 Jahren wieder hier sind, wir besser verstehen werden schon, dass wenn ich sage, ich bin aus Ruanda, die Leute wissen, wo das ist auf der Landkarte und sie dann auch wissen, wo sie stehen. Wir leben heute in Clustern, wir leben zusammengepappt und sind nicht offen nach außen. Wir haben ein Gefühl der Zugehörigkeit, aber müssen auch offen sein. Und ich möchte nicht 20 Jahre lang warten, bis das kommt. Ich möchte das gerne schon heute haben. Also wir sollten auf WhatsApp oder auf Google andere Länder suchen, versuchen zu verstehen, was andere junge Menschen anderswo tun, wie man mit ihnen Verbindung aufnehmen kann und wie man Zusammenarbeit aufbaut. Und ich glaube, dann bräuchten wir kein Podiumsgespräch mehr über gespaltene Zeiten, sondern über geeinte Zeiten. For that panel. Yes. Im Jahre 2037 laden wir Sie wieder her zum Panel. Möchte jemand noch etwas zu sagen? Bitte, Herr Minister. Also meine Vision für 2037, ich weiß nicht, ob das eine Vision ist oder ein Wunsch, aber eigentlich wollen wir eben ein zweiphasiges Programm haben. Ich komme darauf zurück, was wir vorhin gesagt haben. Einmal möchte ich eine Weltlage sehen, wo die Inklusion weit ausgebreitet ist, innerhalb und zwischen Ländern. Ja, also man muss sich mit denjenigen befassen, die marginalisiert wurden, weil Fehler gemacht wurden. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass es weitgehend gute Bildung und Arbeitsplatzsicherheit gibt. Zweiter Punkt. Ich möchte eine Welt sehen, in der es keinen zwingenden Grund mehr für Menschen gibt, die an einem Ort leben, von diesem Ort hier weglaufen müssen. Sie sollten glücklich und menschenwürdig an dem Ort leben können, wo sie geboren waren, wo sie weder bedroht werden noch unterdrückt werden. Und das würde bedeuten, dass sehr viele Mittel neu verteilt werden könnten und eine ganz neue Sicherheits- und Sozialpolitik. In 20 Jahren, das klingt sehr weit weg, aber eigentlich ist das nicht so weit weg. Im Grunde genommen müsste man in 20 Jahren, nach meiner Vision, sich darüber unterhalten, wie man diese Strategie abstimmen kann, fein abstimmen kann. Amr Musa. Ja, ich kann sagen, dass einige von uns in Ägypten sich das auch ausgedacht haben. Nicht unbedingt im Jahre 2037, aber 2020. 30, 40, 50, da hat man durchaus sich Gedanken darüber gemacht. Erste Tatsache, Ägypten wird 100 Millionen Einwohner haben im Jahre 2020. Dann 110, 120, 130. Manche behaupten sogar, dass es 150 Millionen Einwohner in Ägypten gibt im Jahre 2050. Dann habe ich hier von den Experten gehört,
dass es in der Welt 8 Milliarden Einwohner gibt im Jahre 2050. 8 Milliarden Einwohner. Also darauf müssen wir uns vorbereiten. Grund und Boden gibt es überall. Da gibt es keine Knappheit. Es gibt auch Wasser. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Hungersnot zu erwarten haben, jedenfalls keine weltweite Hungersnot, denn wir können Nahrungsmittel herstellen. Und das mit der neuen Technologie auch. Dann Hilfe. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Fortschritte, die dazu führen, dass besser Hilfe geleistet werden kann. Gesundheit muss besser geschützt werden. Es muss bessere Gesundheitsversorgung geben auf der ganzen Welt. Und das ist ebenfalls durch die Wissenschaft besser möglich. Worauf aber sollten wir uns konzentrieren? Können Volkswirtschaften wirklich so viele Arbeitsplätze schaffen? Am Punkt, den wir vorhin gehört haben, Arbeitsplätze. Das ist der erste Punkt. Und mit einem Arbeitsplatz muss ja ein gutes Bildungssystem einhergehen. Aber dann könnten wir unter Umständen einen Punkt erreichen, wo man sagen muss, wir brauchen diese vielen jungen Arbeitnehmer gar nicht für diese Arbeitsplätze. Wir können durchaus auch Roboter einsetzen dafür. Das heißt, es gibt die Vision. Wir wollen wissenschaftliche Vorhersagen darüber machen, wie viele Einwohner die Welt haben wird, wie viel Produktion zu erwarten ist, was können wir tun. Da gibt es ja die Krisenherde oder die schwierigen Punkte, zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen. Und das ist eben eine Bemühung zur Beantwortung dieser ausgezeichneten Frage über das, was in 20 Jahren sein wird. In 20 Jahren, hat der Professor gesagt, dass es ein bisschen zu früh ist, jetzt schon etwas darüber zu sagen. Nein, ich glaube, so weit weg ist das gar nicht. Es ist gleich um die Ecke. Und wir sollten ja eben einen Wunsch und eine Vision einhergehen lassen. Es ist gar nicht so falsch, einmal einen Wunsch zu haben. Sicher, Sie haben richtigerweise gesagt, ein Teil davon ist ein Wunsch und ein Teil davon ist eine wissenschaftliche Vision. Aber Wunschdenken sollte es nicht sein. Das wollte ich dazu noch sagen. Ja, Herr Bürgermeister, Sie haben auch über Vision gesprochen, Herr Klitschko. Bitte nur ganz kurz. Ja, eine Vision und ein Traum. Also da bin ich voll und ganz damit einverstanden, dass die Bildung der Schlüssel ist. Schulbildung für Kinder und Bildung für die Menschen, die in Not sind, ist der Schlüssel dafür, wie sie herauskommen können aus ihrer Notlage. Das ist auch der Schlüssel für gute Governance. Nun, mein Traum. Ich hoffe, dass es Frieden in Syrien gibt, in Irak, und dass es Stabilität gibt, Frieden in der Ukraine, Stabilität und Wirtschaftserfolg für die EU. Und ich habe auch den Traum, dass die Ukraine in die europäische Familie aufgenommen wird. Nun, was kann ich dazu noch sagen? Hängt ganz von uns ab. Wichtig ist es, einen Traum zu haben, das sicher. Es ist aber auch sehr wichtig, für den Traum zu kämpfen. Gut, weitere Fragen, Bemerkungen? Und ich möchte den jüngsten Redner jetzt zu Wort kommen lassen. Wer ist jünger als 25? Können Sie sich melden, bitte? Haben Sie eine Frage? Ich sehe, dass jemand auf jemanden zeigt. Ja, bitte. Wir hätten sehr gerne Ihre Bemerkung gehört oder Ihre Kritik. Können Sie aufstehen? Danke für Ihren Mut. Und gut. Also, Sie haben über Bildung gesprochen und über Arbeitsplätze und Technologie. Das klingt wunderbar. Sie wollen die Kluft zwischen Arm und Reich verkleinern. Aber meine Frage lautet, wie steht es mit dem Problem mit der Ungleichheit? Zum Beispiel die Ungleichstellung zwischen
Männern und Frauen oder zwischen Religionen oder zwischen Schwarz und Weiß. Kommt ganz davon, auf welches Land man da blickt. Also, die Frage lautet, die Grundlage ist also, wie findet man sich das? Ja, Sie haben von den Reichen und den Armen gesprochen, aber ich stelle die Frage über die Ungleichbehandlung. Ja, wie steht es damit? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann klingt das so, das klingt als Vision theoretisch sehr schön. Aber wie können wir jetzt praktisch damit umgehen? Wir haben ja sehr viel Ungleichstellung und mangelnde Gleichberechtigung. Ja, ganz rasch. Ihre Frage wurde eigentlich schon beantwortet. Es braucht Leadership und Willen. Bei uns haben wir 68% Parlamentsdeputierte. Das ist nicht über Nacht so von selber geschehen. Ursprünglich haben wir gesagt, dass wir mehr als 50% Frauen wollten. Heute haben wir 68% Frauen im ruandischen Parlament. Man muss also die Frauen ansprechen und sie in die Politik hineinbringen. Man muss die Männer ansprechen und es, um sie dazu zu bringen, dass sie Frauen auch zu Wort kommen lassen und am Tisch sitzen lassen. Das Problem, die Probleme, die Sie bereits erwähnt haben, brauchen immer den gleichen Ansatz. Wollen Sie etwas? Gut. Was werden Sie da tun? Warten Sie nicht darauf, dass jemand andere Ihnen die Lösung bringt. Tun Sie es selber. Ich weiß nicht, ob Sie aus Davos kommen. Beginnen Sie eine Initiative, tun Sie etwas. Ermutigen Sie Ihre Freunde, in der Schule darüber zu sprechen. Oder schließen Sie ganz einfach die jungen Leute Ihrer Region zusammen. Tun Sie etwas. Also ich möchte diese jungen Dame gratulieren. Sie ist jünger als 25. Das ist ein sehr guter Punkt, den sie da angesprochen hat. Das ist das Problem der Ungleichstellung, der Ungleichheit. Und da sehen wir mal, wie gut gebildet diese Jugend ist und wie klug sie sind. Aber ich möchte noch etwas dazu sagen. Sagen Sie, rechtliche Gleichstellung, Chancen, aber nicht unbedingt im Erfolg. Das ist Ihre Verantwortung, Erfolg zu haben dabei. Ihre Verantwortung, Erfahrung zu sammeln und sich die richtigen Gedanken zu machen und eine Chance zu ergreifen, wenn sie sich bietet. Sie haben also sehr viele Verantwortungen, wenn man von Gleichheit und Gleichbehandlung spricht. So einfach ist das nicht. Kann man nicht ganz einfach garantieren. Sicher. Die Verfassung und das Gesetz sollte die Gleichstellung in Rechten, Chancen und allen grundlegenden Dingen des Lebens garantieren. Aber es ist die Entschlossenheit der Jugend, die dafür verantwortlich ist, Chancen zu ergreifen, auf diesen Rechten aufzubauen und weiterzumachen. Also Ungleichheit, Ungleichbehandlung, das ist tatsächlich etwas sehr Schlimmes. Aber wenn die Grundfesten einmal geschaffen sind und wenn die gleichen Rechte einmal überhand gewonnen haben, dann ist es Sache jedes Einzelnen, diese Chance zu ergreifen und den eigenen Erfolg aufzubauen. Ich halte das für eine zentral wichtige Frage. Und deshalb wollte ich das auch nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Denn es geht eigentlich wirklich um die Ungleichheit. Bis vor kurzem hat man angenommen, dass es mehr Ungleichheit gibt, wenn es größeres Wachstum gibt. Das stimmt aber nicht. Wenn es weniger Ungleichbehandlung in einem Wirtschaftssystem oder einer Gesellschaft gibt, gibt es mehr Wachstum. Das ist also zwei Dinge, die einander positiv beeinflussen können. Das ist wichtig für die politische Gestaltung. Der erste Beweis. Zweiter Beweis, die beste Möglichkeit, Ungleichheiten zu verringern, ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, heute und morgen, sodass man legitime Bestrebungen hat. Ein Traum kann zur Wirklichkeit werden, wenn man weiß, was man in der Zukunft will und was man erreichen kann. Steuerpolitik kann auch noch hilfreich sein, denn man verteilt
ja die, den Reichtum um durch höhere und niedrige Steuern. Aber es ist sehr, sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit der ungleichen Behandlung der Geschlechter. Hier braucht man spezifische Politiken, zum Beispiel muss man einmal dafür sorgen, dass die Frauen genauso wirksam mitarbeiten können in der Wirtschaft, in der Volkswirtschaft wie Männer. In vielen Ländern ist das eben nicht so. Man muss aber eben den Frauen es gestatten, ihr Haus zu verlassen, ihr Heim zu verlassen und in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das klingt langweilig, ich weiß. Aber man weiß, dass es heute bestimmte Politiken gibt, die durchaus die Ungleichheit und Ungleichbehandlung verringern können. Und die Verringerung dieser Ungleichbehandlung ist eines der wichtigsten Ziele. Wie kann man die Neinsager in Ja-Sager verwandeln? Das war die vorangegangene Frage. Wenn man Politiken schafft, die greifbare Resultate und Ergebnisse bringt, da gibt es eine große Rolle für die Öffentlichkeit, nicht nur Ja oder Nein zu stimmen, sondern auch aktiv darauf hinzuweisen, welche Inhalte man sich von der politischen Reform wünscht und die Regierung dazu zu bringen, das auch wirklich zu tun. Das würde dann dazu führen, dass die Nein-Sager zu Ja-Sagern werden. Okay. Questions? Yes. In the front row, sir. Yes. Ja, bitte eine Frage ganz vorne. Hi, my name is Dan Gilliman. I'm from Israel. Gut, mein Name ist Angela Mannem aus Israel. Ich möchte meinen Stolz darüber kundtun, dass mein Freund Amr Moussa beide Träume verwirklicht hat. Er ist Außenminister geworden und das auch noch mit Erfolg. Ich freue mich darüber, aber ich möchte ein weiteres Wort in diese Diskussion einbringen. Es hat mir gefehlt in diesem Austausch und fehlt mir generell in Davos 2017. Es ist ein Geist des Pessimismus, der über diesem Treffen weht und der die ganze Welt betrübt und belastet derzeit. Und ich möchte das Wort Optimismus in die Diskussion bringen, um Hoffnungen zu verwirklichen, um Träume zu verwirklichen, um Visionen zu haben, muss man Optimist sein. Minister Moussa hat eng mit Shimon Peres zusammengearbeitet und Shimon Peres war ein unverbesserlicher Optimist und er sagte immer, Optimisten und Pessimisten enden genauso am Ende des Lebens. Also es ist besser, im Leben ein Optimist zu sein. Ist doch besser. Und als uns vor ein paar Monaten im Alter von 93 Jahren verlassen hat, da war bis zum letzten Atemzug Optimist geblieben. Also mein Aufruf, mein Schrei für Davos und vor allem hier an dieses offene Forum und an dieses Podium wäre, seid optimistisch. Und meine Frage an Sie alle, was sagen Sie aufgrund Ihrer Erfahrung, sei es im Boxen, als Bürgermeister, als Universitätsdozent, als Minister, als Politiker, als Macherin des neugeborenen Ruanda? Was sagen Sie mit all dem, was Sie gesagt haben, mit all dem, was Sie zu der Welt in 20 Jahren sagen? Sind Sie optimistisch? Bitte. Sind Sie optimistisch? Persönlich? Amr Moussa? Sie haben die Frage gehört. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie das ansprechen, Optimismus und Pessimismus. Zwei Punkte dazu. Erstens, zur Atmosphäre hier beim WEF. Das ist das eine. Die andere Frage ist, ob wir Optimisten sind und sein sollten. Erstens, ist es nicht Pessimismus, der herrscht oder vorherrscht? Es ist ein Fragezeichen, das über uns schwebt. Niemand weiß, was geschehen wird. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, dieser Supermacht der Welt, das ist ja unbestritten, was er machen wird, wird die ganze Welt betreffen. Also steht die Frage über uns, was wird er tun? Welche Politik wird er betreiben? Ist er ernsthaft mit dem, was er sagt, zum Beispiel mit Blick auf internationale Politik, Wirtschaft, Handel, die Beziehungen zu anderen Ländern, China beispielsweise. Es herrscht also Sorge. Wir sind besorgt, alle echt besorgt. Vielleicht werden wir am Ende von Sorge zu Optimismus kommen, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Persönlich bin ich optimistisch. Optimistisch
weil wir jetzt in einem anderen Jahrhundert leben, dem 21. Viel wurde erreicht. Viele Gelegenheiten stehen offen. Und die junge Generation ist ja inzwischen auch zahlenmäßig die stärkste. In der arabischen Welt haben wir 400 Millionen Einwohner, davon 70% junge Menschen im Nahen Osten, in Europa, in der ganzen Welt. Die jungen Menschen sind also die Mehrheit der Weltbevölkerung. Das bedeutet viel Dynamik. Das bedeutet Hoffnung für die Zukunft, Blick in die Zukunft, in einem Geiste des gegenseitigen Strebens, des gegenseitigen Wettbewerbs und mit Hilfe von Technologie und Wissenschaft. Das bedeutet ja nicht nur führerloses oder fahrerloses Auto, das heißt auch neue Fortschritte in der Medizin, in der Pflege, in der Möglichkeit von Krankheiten zu heilen. Ich bin deshalb Optimist. Wenn Sie mich fragen, ich bin ein Optimist. Minister Padoan, was sind Sie, ein Optimist oder ein Pessimist? Ich betrachte mich ebenfalls als Optimist, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Bei allen Schwierigkeiten, die wir Tag für Tag haben, bin ich weiterhin der Meinung, dass es Lösungen gibt. Vielleicht bin ich es, aber ich denke, es liegt am Job. Ich möchte auch den Fakt in Frage stellen oder anzweifeln, dass wir pessimistisch seien. Wir haben ja gesagt, es gebe Hoffnungslosigkeit und Frustration in vielen Teilen der Gesellschaft. Aber die Tatsache, dass man die Illusionen verloren hat, heißt ja nicht, dass es vielleicht nicht positive Lösungen gibt für diese Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht. Insofern bin ich vielleicht tatsächlich ein Optimist und als solcher würde ich sagen, es gibt keinen weit verbreiteten Pessimismus. Nein, wir haben herausfordernde Zeiten vor uns. So würde ich es formulieren. Wir haben zu tun mit Illusionslosigkeit, die auch zum Teil berechtigt ist, weil die Menschen ihre Zukunft nicht sehen. Und vielleicht zurück noch einmal zur Überschrift dieser Diskussion führen. In Zeiten der Spaltung heißt, dass politische und andere Führungspersönlichkeiten die Verantwortung haben, Träume bereitzustellen und diese Träume in die Praxis umzusetzen. Das ist die große Herausforderung. Aber ich glaube, Führen in Zeiten wie den heutigen, das ist unvermeidbar. Und deshalb bin ich Optimist. Ich möchte jetzt die anderen Podiumsteilnehmer nicht übersehen, aber wir haben nur noch etwa 7 oder 8 Minuten. Und wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Aber persönlich würde ich schon auch gerne wissen, wie es Ihnen jetzt geht. Und vielleicht können wir das jetzt ein bisschen als eine Art Popcorn-Bemerkungsmoment sehen, wenn Sie mit Ihren Gedanken, Ideen einfach aufpoppen sozusagen. Aber bitte, hier ist jemand in der Mitte, der gerne einen solchen Gedanken oder Gedankensplitter eingeben möchte. Nicht nur einer, 2 sind es. We talked a lot about. Wir haben viel von Spaltungen und Lücken gesprochen zwischen Geschlechtern und anderen. Wir haben von Gläubigen und Nichtgläubigen gesprochen. Aber wie steht es mit dem Unterschied in den Kluften zwischen Muslimen und Christen oder unter Muslimen? Sind das religiöse Konflikte? Oder wird es ganz einfach wieder verschwinden? Ja, noch ein paar Fragen. Also, ist die Grundlage der Konflikte Religion oder ist das etwas anderes? Nächste Frage. Ich höre sehr viel darüber, was getan werden sollte oder getan werden muss. Gleichzeitig höre ich wunderbare Geschichten von Leuten, die Dinge tun. Jetzt warte ich darauf, dass Politiker die Menschen bitten, aktiv mit ihnen etwas zu tun, anstatt das in Alleinregie zu machen. Weitere Fragen, bitte. Eine Frage an den Moderator. Nein, nein, ich bin unschuldig, sagt der Moderator. Gut, meine Frage lautet, ich komme aus der Türkei, aus Istanbul.
Ich habe folgende Frage. In den nächsten 20 Jahren werden wir Roboter am Arbeitsplatz haben. Eine Zeit lang haben wir eben Ungleichheit gehabt zwischen Männern und Frauen. Wie steht es mit den Robotern? Das wird dann die dritte Partei sein. Wie können wir da die Gleichstellung bewirken? Ja, also sind Roboter noch größere Feinde? Noch ein paar Fragen und dann werde ich Ihnen kurz das Wort erteilen, sodass Sie Schlussbemerkungen machen können. Könnten Sie vielleicht aufstehen? Ja. Wo kommen Sie her? Ich komme aus der Schweiz. Aus dem Norden der Schweiz. Das war spezifisch. Ja, in der Nähe von Zürich. Gut, Sie haben früher immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, einen Traum zu haben und für ihn zu kämpfen. Aber glauben Sie nicht, dass ganz besonders in der Politik das Problem ist, dass jeder seinen Traum hat und dass jeder für seinen Traum kämpfen will bis zum Schluss? Und das führt eben zu den großen Problemen, die wir heute haben. Ja gut, die eine Seite hat einen Traum, die andere Seite hat einen Traum. Sie haben gesagt, kämpfen wir für den Traum. Gut, was passiert da? Ganz hinten hat sich auch noch jemand sehr eifrig zu Wort gemeldet. Standing. Danke, ich hier sitzen die Journalisten. Guten Tag, mein Name ist Ala Shali. Ich bin von Rodau Nachrichtensender aus Kurdistan, Nordirak. Ich habe eine Frage an Herrn Musa. Und zwar, die, wie Sie schon jetzt informiert sind, die Offensive auf Mosul geht, kommt gut voran. Die Stadt wird bald befreit. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass man die ethnische Gruppierung im Irak und Kurden, Araber zusammenbringen kann, friedlich? Meinen Sie nicht, ist das die Zeit, die Irak aufgeteilt wird? Meine letzte Frage an Sie, und zwar, die Kurden im Nordirak wollen seit Jahren Unabhängigkeit. Wie werden die arabischen Länder darauf reagieren, wenn Masoud Barzani, der Präsident der Kurden, sagt, die Grenzen sind durch Gewalt gezogen worden? Das ist unser Recht, jetzt die Unabhängigkeit zu bekommen. Was meinen Sie? Dankeschön. Also, wenn ich das richtig gehört habe, lautet die Frage, wie kann man die Frage der Aussöhnung und der Regulierung der Beziehungen im Irak bereinigen. Es geht um die Kurden im Irak. Die Frage hat sich an Herrn Musa gerichtet. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit und ich bin sicher, dass wir all diese Fragen nicht tiefgreifend beantworten können. Aber ich wollte hier so einfach hören, worüber Sie gerade nachdenken. Aber wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Also ich möchte es jetzt Ihnen überlassen. Entweder können Sie sich äußern zu den Fragen, die gestellt wurden, oder ganz einfach etwas darüber zu sagen, was Sie davon denken, was Sie hier gehört haben. Herr Musa, bitte. Eine Minute, bitte. Also erstens einmal die Frage zu den Träumen der Einzelnen, die einander unter Umständen widersprechen. Sicher haben wir vom Traum eines Einzelnen gesprochen, aber auch vom kollektiven Traum einer Nation. Träume von Fortschritt, von Wohlstand und so weiter und so fort. Es gibt natürlich die Träume des Einzelnen. Man will ein berühmter Arzt werden, jemand anderer möchte das Gleiche. Und dann wird es dem Wettbewerb vorbehalten sein, die Entscheidung zu treffen. Der Beste wird gewinnen. Aber es gibt doch auch bestimmte Träume für bestimmte Gesellschaften, für Menschen. Das ist auch eine Frage, über die wir gesprochen haben. Dann die nächste Frage, Islam und Christentum. Erstens einmal gibt es ja keine Streitigkeiten zwischen dem Islam und dem Christentum als solche. Sicher gibt es hier und da Ausbrüche, aber es gibt keine wirklichen Streitigkeiten. Es gibt eigentlich Streitigkeiten innerhalb aller Religionen zwischen den Extremisten, den Gewalttätigen und den anderen, die auch für Verständnis sich einsetzen und Harmonie. Die Welt des Islam, dem ich angehöre, geht tatsächlich jetzt durch schwierige Zeiten. Aber wir reden ja auch, wir lesen immer wieder Bücher über Schwierigkeiten zwischen Protestanten und Katholiken und so weiter und so fort, die Glaubenskriege vor 300 Jahren.
Das ist genau das, was jetzt im Islam passiert. Das ist eine Bewegung der Reifung, ein Reifeprozess, den alle Religionen durchlaufen. In der jüdischen Religion gibt es auch bestimmte Tendenzen, die unakzeptabel sind aufgrund des Verhaltens, sogar selbst aufgrund des Jargons sind diese Tendenzen unakzeptabel von den gemäßigten Juden. Aber heute gibt es natürlich Medien und verschiedene Kontakte und Kommunikationsmittel und deshalb wird die Welt schnelllebiger. Sicher machen wir uns Sorgen, das ist ganz klar. Aber wir sind da nicht pessimistisch über die Zukunft. Hinsichtlich der Beziehungen innerhalb des Islam und innerhalb der internationalen religiösen Gemeinschaft. Mit Islam, Christentum, der jüdischen Religion. Die Zeit wird kommen. Und das 21. Jahrhundert und die zukünftigen Jahrhunderte geben uns Hoffnung. Es wird wichtigere Probleme geben, die wichtiger sind für das Wohlbefinden des Menschen, die die heutigen Probleme zum Erblassen bringen. Ich habe vorhin herausgehört, dass man Ihre Strategie in Frage stellt, was passiert, wenn beide Seiten eine Vision haben, jede Seite für ihre Vision kämpft. Wird dann die Situation nicht noch schwieriger, wenn jede Seite um ihren Standpunkt kämpft? Herr Klitschko, ja, ich denke, hier ist eines der wichtigen Stichwörter Toleranz. Wenn wir Visionen haben und andere Menschen diese unsere Vision teilen und die Mehrheit der Menschen die gleiche Vision haben, dann ist das Demokratie. Gut, es stellt sich auch die wichtige, richtige Frage nach den Unterschieden zwischen den Religionen. Das ist mir egal. Es ist mir nicht wichtig, wer welche Religion hat. Ich stehe auf der Seite jener, die meinen, dass das keine Bedeutung hat, wer welche Religion hat. Wir müssen der Toleranz den ersten Platz einräumen. Und das hängt natürlich von vielem ab. Die Welt hat sich sehr verändert. Noch vor 50 Jahren konnte man noch nicht so um die Welt reisen wie heute. Insofern ist die Welt geschrumpft, sehr viel kleiner geworden. Man ist miteinander vernetzt über die sozialen Medien, über die modernen Kommunikationsmittel. Und kämpfen heißt dann nicht kämpfen für etwas, sondern seine Visionen verteidigen und sie teilen mit anderen Menschen. Möglichst viele Menschen sich um die eigene Vision scharen, wenn sie die Mehrheit hinter sich haben, dann können sie diese Vision, diese Werte demokratisch vertreten. Ich hoffe, das ist eine klare Antwort auf Ihre Frage. Sie sagen, das Hauptstichwort ist Toleranz. Vielleicht ein letztes Wort durch Minister Padoan. Wenn eine Politik effektiv sein will, muss sie aus einem Nein ein Ja machen kann, damit die Menschen merken, dass etwas gut für sie ist. Und ich habe langsam den Verdacht, dass wenn man ein Ja erhalten will, man eben eine Vision braucht. Michelle, ja. Noch etwas zu dem, was der Kollege aus Israel sagte, zum Optimismus. Ich bin eine große Optimistin. Als ich geboren wurde, war mein Land gespalten. Und nur weil meine Eltern und andere Menschen optimistisch waren und dachten, eines Tages können wir ein geeintes Land sein, nur deswegen stehe ich hier und sitze ich hier und kann mit Ihnen sprechen. Und wie wir schon sagten, wünsche ich mir, dass wenn wir uns hier wieder treffen, wir nicht diskutieren müssen über eine gespaltene Welt, sondern über eine geeinte Welt.
nicht Zeiten der Spaltung, sondern Zeiten der Einigkeit. Wir sollten versuchen, wirklich Brücken zu bauen, Gräben zu füllen, uns zu verbinden. Ich habe in Deutschland Ingenieurswesen studiert. Ich bin dort mit 20 angekommen, konnte überhaupt kein Deutsch. Nach einem Jahr konnte ich Deutsch. Und einer meiner deutschen Kolleginnen sagte mal zu mir, du bist nicht wie die anderen ausländischen Studenten, du sprichst mit uns. Und ich war wirklich enttäuscht. Sie sagte im Wesentlichen, du bist nicht wie andere ausländische Studenten, sondern du unterhältst dich mit uns. Wäre sie zu uns gekommen, hätten wir natürlich mit ihr gesprochen. Das ist unsere Kultur. Aber in der deutschen Stadt, wo ich studiert habe, war es ganz klar, dass wenn ich nicht hinging und mit ihnen sprach und sagte, was für mich wichtig ist, was meine Werte sind, wer ich bin, dann wäre diese Verbindung nie zustande gekommen. Also warten Sie nicht, bis man zu Ihnen kommt. Seien Sie die Brücke, schlagen Sie die Brücke, machen Sie den Schritt auf den anderen zu. Great. And just to close, we're dangerously slightly over time. Also wir sind jetzt schon ein bisschen spät dran und ich weiß ja, wo ich jetzt bin in der Schweiz, der sprichwörtlichen Pünktlichkeit. Aber ich möchte doch Ihnen eine letzte Frage weitergeben, die ich eigentlich auch vom Panel und von Ihnen gehört habe. Was werden Sie tun? Was werden Sie tun? Anstatt darauf zu warten, dass die Leute, die hier auf dieser Bühne sind oder auf einer anderen Tribüne sind, etwas für Sie tun. Aber was können Sie proaktiv tun, um diese Kluft zu überbrücken? Bitte Applaus für das Panel.